Hier ist Ronja und willkommen zum Mobile Game Montag. Das Format, was eigentlich jeden Montag, letzte Woche Montag nicht, weil ich keine Zeit hatte, aber normalerweise jeden Montag kommt. Und so viele von euch haben sich Brawl Stars gewünscht. Ich blende hier mal ein paar Kommentare ein, aber es waren nicht wenige, okay? Und ich höre auf eure Wünsche. Deswegen spielen wir heute selbstverständlich kein anderes Spiel als Brawl Stars. Und dieses Video ist gesponsert von BlueStacks, dem wunderbaren Programm, was es mir erlaubt, Brawl Stars auf meinem PC zu spielen. Falls auch ihr Brawl Stars oder irgendein anderes Mobile Game, die haben wirklich, also ihr könnt da einfach auf den Play Store gehen, könnt ihr euch BlueStacks kostenlos runterladen. Ich mache euch einen Link in die Videobeschreibung ganz oben hin. Aber wirklich, ohne Mist, ich benutze BlueStacks selber persönlich und ich habe auch das letzte, also ohne das könnte ich gar nicht die Mobile Games aufnehmen für dieses Format hier. Also vielen, vielen lieben Dank an BlueStacks. Ich blende euch hier nochmal einen Trailer ein, der das Ganze ganz gut zusammenfasst. Your team destroyed the team. Auch schon im Spiel. Falls ihr übrigens das letzte Mobile Game Montag Video verpasst habt, blende ich euch das hier oben bei i nochmal ein. Könnt ihr darauf klicken, könnt es euch anschauen und dann könnt ihr gerne auch unter diesem Video wieder Vorschläge fürs nächste Mobile Game da lassen, was ihr gerne sehen möchtet. Ich versuche so gut wie es geht auf euch zu hören, deswegen gibt es ja auch heute auch Brawl Stars. Und dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen. Ich habe schon ganz bisschen gespielt. Ich bin hier, ja, ihr seht Rang 5, aber ich glaube, das ist die Tuse. Genau, die ist Rang 5. Er ist erst Rang 1. Ich habe jetzt diesen kleinen Ninja-Mann freigeschaltet. Hier steht irgendwas gratis im Shop. Was kriege ich gratis? Tägliche Angebote gibt's gratis. 12 Münzen. Ka-ching! Nehme ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal und machen den Solo-Showdown. Alles klar? Oh, wir können zwei neue Ereignisse freischalten. Machen wir Juwelenjagd oder Felswand-Brawl? Ich spiele lieber die Solo-Sachen. Ich weiß nicht, was davon Solo ist. Wir machen mal das hier. Okay, wir machen mal das hier. Im automatischen Schießen mit deiner Waffe auch abgefeuert, wenn Gegner keine Reichweite sind. Das nutze ich gern. Das nutze ich gern, das automatische Schießen. Oh nein, das ist Spielersuche. Nein, das ist 3 gegen 3. Das ist 3 gegen 3. Ich mag 3 gegen 3 überhaupt nicht. Ich habe nämlich eine Strategie und ich habe das Gefühl, niemand sonst, ja? Niemand sonst geht für diese Strategie. Die Strategie ist nicht sterben übrigens. Ich weiß nicht, normalerweise läuft die besser. Was ist denn da los? So. Also, normalerweise, ja, ist meine Strategie, einfach in der Mitte zu campen und mich zu verstecken, sobald ich genug Punkte habe. Aber ist nicht schlimm. Ey, schieß! Oh, weil in der Mitte hielt man sich im Normalfall. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal verwirrt. Aber ist nicht schlimm, unser Team führt noch, jetzt führt das Gegnerteam. Die hat irgendwie viel mehr Leben. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gespielt, wo die Leute viel Leben hatten. Alter, die machen alle viel mehr Schaden als ich. Ich habe vorher immer nur gegen die anderen Lila-Ringen gespielt und war voll das Biest. Aber jetzt, glaube ich, gewinnen die Gegner, weil die haben schon 8 von den Edelsteinen. Oh Gott, der ist tanky. Oh Gott, ist der tanky. Oh Gott, ist der tanky. Nein, nein. Ich hab immer das Gefühl, es ist deutlich einfacher dadurch, dass ich am PC bin. Wie gesagt, falls ihr auch am PC wollt, Link ist direkt unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das runterladen. Und wir haben verloren. Wir haben sowas von verloren. Wir haben echt krass verloren. Hier, die hat die 10. Die hat die 10. Die hat die 10. Nein. Nein. Okay, ich gehe auf die Solo-Sachen. Okay. Ja, Solo-Modus. Da sehe ich mich. Habe ich es schon gesagt, dass ich mich bei den Solo-Modi eher sehe? Oh ja, ich weiß genau, wo ich bin und ich weiß genau, was ich tue. Also, erste Heldentat, wir gehen irgendwo alleine hin. Ja, wir wollen nicht mit den anderen Brawlern. Oh, hier sind zwei. Komm schon, schieß. Klaut er sich das? Nö, er hat jetzt einfach nur kaputt geschossen für mich. Was bringen die kleinen Bäumchen hier? Huch! Und den nehmen wir auch noch mit. Leider reload der sehr langsam. Ich hoffe, man kann irgendwann upgraden, wie schnell die reloaden. Ich habe zwei von denen. Es gibt nur noch 4 Brawler. Es geht leider sehr, sehr schnell immer. Was ist leider? Bis jetzt? Bis jetzt bin ich relativ ohne Konfrontation weggekommen. Aber hier unten ist jemand. Hier unten ist aber sowas von jemand. Die sollen sich schön selber bekriegen. Jetzt sind noch 3 übrig.
Ich halte mich schön aus dem Nein, 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 ich halte mich überhaupt nicht schön aus dem Schachfeld. Nein. Nein, lass mich leben. Lass mich leben. Ich renne, ich renne. Ich bin im Vorteil, weil ich renne. Oh ja, da sind zwei. Ich glaube, die Team. Ich glaube, die Team. Nein! Ich bin Dritter geworden. Es ist okay. Es ist okay. Dritter Platz ist dritter Platz. Dritter von 10 ist besser als Zehnter von 10. Meine persönliche Frage ist, ja, wo ist mein Rang? Ja, weil mein Rang ist nicht da. Ja, hier ist nichts. Das ist einfach nichts. Ich weiß nicht, hier ist ein Balken. Ich hab keine Ahnung, was der mir sagen will. Ich weiß, dass da normalerweise der Rang steht. Ich denke mal, das wird ein Bug sein. Ich gehe jetzt auf Full of D, ja. Das ist meine neue Tuse. Ich habe ein bisschen Gold, deswegen. Brawler hat nicht genug Powerpunkte. Oh mein Gott, I'm sorry. Das heißt, wir sammeln uns jetzt erstmal ein paar Powerpunkte. Wir versuchen es nochmal mit der Juwelenjagd, ja? Weil ich glaube, mit der habe ich auch eine bessere Chance in der Juwelenjagd. Wir sind gegen zwei Russen und einen anderen. Oh, ich bin hier mit Anfängern. Der will auf mich boxen. Don't think so. Oh ja, oh ja, oh ja. So, ersten kalt gemacht. Zweiten auch. Gleich. Was denkt er, wer er ist? Wer denkt er, wer er ist? Denkt er, er ist die boxende Botanik? Oh mein Gott, ich bin gleich tot. 66 HP, 66 HP. Wir müssen regenerieren. Mayday, Mayday, Mayday. Ich war gerade so, ja, wer denkt er, wer ist es denn? So, aber ist nicht schlimm. Wir heilen. Wir heilen, wir sammeln noch einen Kristall. Falls übrigens ihr das noch nicht mitgekriegt habt, weil es eigentlich relativ intuitiv ist. Wenn unser Team die Leiste hier voll hat, läuft ein Countdown ab. Ich glaube so 15 Sekunden. Und wenn wir in der Zeit unsere Kristalle nicht verlieren, dann gewinnen wir die Runde. Und bei dem anderen war es halt, wer als letztes noch steht. Oh, 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 Bär, 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 Bär. Ich darf die nicht verlieren. Unser Team hat nur 7 Kristalle, ich habe 7 davon. Deswegen fokussen die Leute mich. Verteidige mich, Tu-Ratte. So, keine Sorge. Bin wieder in it. Hier, 3. 3 sind, was ich brauche. So, damit haben wir 10. Ich habe 10 von 10, das heißt, ich darf nicht sterben. Jetzt muss ich diese 15 Sekunden einfach nur noch irgendwie überlegen. Ich habe viele Teammates gesehen, ja? Die haben da alle Kristalle und die stürzen sich in die Menge und denken sich, ja, was soll schon passieren? Ist ja nicht schlimm, wenn ich die verliere. Ist nicht so, als ob wir dann verloren haben. So, wer hat sein Team gecarried? Moi. Was soll ich sagen? Bin eine kleine Legende. Just kidding. Ich glaube, das liegt einfach am Champion. Der ist echt gut. Also, falls ihr übrigens... Was ist euer Charakter? Welchen spielt ihr? Was ist euer Lieblingscharakter? Schreibt mir in die Kommentare. Ich bin interessiert, weil momentan wirkt die extrem stark auf mich. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde und ob das nur daran liegt, dass ich gerade am Anfangsstadium vom Spiel bin. Aber die wirkt extrem, extrem stark. Wie gesagt, gebt mir Bescheid, ob das stimmt. Warum kriegt die keine Power-Up-Punkte? Ich will Power-Up-Punkte für die. Guck mal, also manchmal gibt es im Shop tägliche Angebote, aber da kann ich nur die beiden Power-Upen. Ich will die Power-Upen. Die hat 18. Okay, ich brauche 20. Das heißt, wir müssen noch eine Runde spielen. Wir müssen einfach noch eine Runde spielen. Wenn man mehr Runden spielt, kriegt man mehr Power-Punkte. Und Juwelenjagd ist relativ free. Aber halt auch nur, weil ich so ein krasser Brawler bin, muss ich sagen. Ich sag das die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass es Leute jetzt ernsthaft denken. Also, ich mache natürlich nur Witze, ne? Ihr wisst, dass ich erst ganz am Anfang bin und dass ich nicht von mir behaupten möchte, dass ich super, super, duper krass in dem Spiel bin. Aber ich würde mal behaupten, es fällt mir ein bisschen einfacher, einfach dadurch, dass ich Maus und Tastatur nutzen kann. Im Gegensatz zu nur einer Handysteuerung. Ich denke, das macht es mir deutlich einfacher. Oh, 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 oh. Wie gesagt, das macht es ein bisschen leichter. Ich bin low, was Leben angeht. Aber ich habe schon wieder alle unsere Kristalle. Sammel die anderen einfach keine Kristalle. Das Spiel heißt Kristallejagd. Leute, sammelt doch mal auch welche. Ich habe 6 von 6 schon wieder. Das ist doch ein Witz. So, was machen die denn hier? Ich glaube, die verstehen das Spiel nicht. Da hat keine Frage. Ich habe 8, ich gewinne hier jetzt einfach. Ich camp jetzt blatt, du musst die Kristalle rausfinden. Es ist mir ganz egal. Hä? Was ist denn?
das hier? Oh Gott, im Hintergrund pöbeln meine Katzen. So, wir haben mal wieder 10 von 10, ne? Klassiker, man kennt's. Es ist so verwirrend. Warum machen denn die anderen nichts? Die sitzen einfach nur rum. Deswegen spiele ich lieber Solo, weil die nie was tun. Was wollt ihr? Ihr macht nichts. Und die hat eben noch 2 eingesammelt, immerhin. Aber ich glaube, die haben gerade erst angefangen, das Spiel zu spielen. Die wissen vielleicht noch nicht genau, was man machen muss. Ich gebe es ihnen. Falls ihr neu anfangt, niemand will es euch verübeln. Ich würde sagen, wir machen uns noch eine Kiste auf. 16 Münzen. Powerpunkte für den Typen. Ich will nicht Powerpunkte für die beiden. Ich will Powerpunkte für die Botanikerin. Entschuldigung. Entschuldigung. Kann ich die Level up? Nein, kann ich nicht. Ich krieg keine Powerpunkte für die. Ich will Powerpunkte für die Menschen. Huchala. Ich kann tatsächlich einfach keinen Club gründen. Ich weiß nicht genau, wieso. Weil er sagt Erfahrungslevel 5. Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Erfahrungslevel bin. Ich weiß auch nicht, wo man das sehen soll. Ich bin 3. Oh mein Gott, okay. Hell yeah, ich habe herausgefunden, was mein Erfahrungslevel ist. Sammel EP. Okay, natürlich sammle ich EP. Gar kein Problem. Wo kriegt man mehr? Kriegt man hier mehr? Wir spielen nochmal jeder gegen jeden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, Leute. Irgendwas ist mein Game. Wir haben ein Power-Up schon. Ich bin lieber isoliert. Ich glaube, da bin ich sicherer. Weil ich bin ziemlich short-ranged. Müsst ihr wissen. Übrigens, das ist, untere ist der Balken, wann ich wieder schießen kann. Nicht, dass ihr euch wundert. Und das ist ein bisschen Fortnite-mäßig. Also, wenn der Nebel kommt, müssen wir halt in den kleinen Rahmen, sodass wirklich sich alle am Ende... Oh, die kämpfen sich selber. Hey, du bist low. Du bist low. Und ich glaube, das ist ein Heal-Feld. Den habe ich abgegriffen. Oh, da rechts. Oh, da rechts sehe ich einen Freekill. Da rechts sehe ich aber einen Freekill. Hallo. Nice to meet you. Oh, ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Meine ich. Power up, meine ich. Okay, du bist die Letzte. Du bist die Letzte. Oh, oh. Hinterherrennen ist nie gut. Ich sammle mir die Dinger hier. Weil ich glaube, die bringen was. Ich weiß zwar noch nicht was. Aber ich glaube, die helfen dir beim Leben. Ich habe einfach mehr Leben. Hier. Ja, die hat nur 3, Alter. Die ist im Nebel. Die geht einfach sterben. Na komm. Die stirbt jetzt einfach. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich muss nichts sagen. Ich glaube, es ist euch allen klar, dass ich einfach insane gut in dem Spiel bin. Und warum? Weil ich über BlueStacks spiele und mein PC und meine Maus... Oh, und mein Maus und Tastatur im Vergleich zu den ganzen Leuten, die am Handy sind, dadurch eventuell den kleinen, klitzekleinen Vorteil habe. Was soll ich sagen? Naja gut, das war's dann aber auch für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen hoch freuen. Und falls du neu hier bist und noch nicht meinen Channel abonniert hast, dann würde ich mich doppelt viel freuen, wenn du das auch noch tust. Mach's gut, ciao!